Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Outbirds, dem Verlag der Agentur für alternative Genusskultur. Einmal mehr in der Kulturgarage, in der Kuga, der alten Papierfabrik in Greiz, wie das nun schon einige Male der Fall gewesen ist, aber heute nicht mit einem Autoren, einer Autorin des Verlags, sondern mit dem Verleger selbst, mit dem Chef, mit dem Oberhäuptling, Tristan Moinsen. Ja, moin. Es gibt einen ganz besonderen Anlass, einen ganz besonderen Grund, weswegen wir heute hier zusammensitzen. Ja. Es ist nämlich ein Jubiläumsjahr, 2021, das Jubiläum. Fünf Jahre. Edition Outbirds, Tristan. Wir wollen ein bisschen zurückblicken. Wir wollen ein bisschen die Gegenwart beleuchten. Ja. Wir wollen aber auch ein bisschen in die Zukunft gucken. So was möglich ist, genau. Naja, ich denke schon, dass man auch als Verleger ein bisschen die Glaskugel haben muss. Ja. Aber da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen oder drüber reden. Vielleicht willst du erstmal ganz kurz, obwohl wir das natürlich schon in dem einen oder anderen Gespräch, das wir ja gemacht haben, sowohl Audio als auch Video beleuchtet haben, aber ganz kurz nochmal den Ursprung oder zu den Wurzeln zurückkehren, in dich gehen und mal nochmal so ein bisschen erzählen, wie bist du auf die wahnwitzige Idee gekommen, einen Verlag aus dem Boden zu stampfen? Also ich wage mal vorsichtig zu spekulieren, dass der erste Keim gelegt wurde, als ich in der Schule gefragt wurde, was ich mal werden will. Und da habe ich damals immer wie aus der Pistole geschossen und gesagt, Schriftsteller. Ja. Weil ich halt damals schon irgendwelche Sachen schrieb, Lyrik, die ich für ganz großartig hielt, wo ich heute denke, Gott. Aber ja, ne, das war der erste Impuls, den ich immer als Antwort gab. Tja, und wie ging das dann weiter? Dann habe ich irgendwann mal viele, viele Jahre später, als ich dann schon, ich hatte ja 10 Jahre lang einen Szene-Shop in Gera und hatte währenddessen halt, hast halt auch Kontakt mit allen möglichen Leuten und da gab es halt auch Herausgeber von Stadtmagazinen in Gera, da habe ich die Kolumne geschrieben, eine ganze Weile. Dann gab es ein Magazin für Väterrechte, das hieß Papaya, und da habe ich die Kolumne geschrieben. 2008 und 2010 habe ich meine Erstlinge rausgebracht. Das war damals Insomnia und Fieberherz mit der Fotografin. Als Schriftsteller. Katrin Hetzel, genau. Ja. Die erschien ja im legendären Edition Paper One. Und da wiederum mit Hauke und diese ganzen Kontakte, die da zustande kamen, mit dem Oliver Palieri, mit dir dann schließlich auch, hat das dann irgendwann, wie soll ich sagen, sich verstetigt. Ich habe ja dann auch in der Zeit, als ich fürs Papaya Magazin schrieb, ich war ja mal 10 Jahre aktiv in einer NGO für Väterrechte und für von häuslicher Gewalt betroffene Männer und habe da im Zuge dessen halt auch Gesprächsrunden organisiert, Wanderausstellungen organisiert, Anthologien herausgegeben. Das heißt, ich war immer mit der ganzen Materie in Berührung. Ne? Und das alles immer mit der Basis Gera, oder hast du teilweise zwischendurch auch von woanders aus gearbeitet, woanders gelebt? Nein, ich bin 2010, Ende 10, Anfang 11 nach Rostock gegangen, habe dort den Fachwirt für Gesundheit und Soziales gemacht an der Fachhochschule. Das heißt, ich war auch, wie lange waren das? Von 11 bis 14 war ich im Norden, also ein Jahr davon noch in Bremerhaven, vorher in Rostock, und habe dort versucht, auch mich sehr aktiv zu betätigen. Und 2010, 2011 entstand die Idee dann sehr vehement, also sehr vordergründig, einen Verlag aufzubauen. Das hat dann noch ein paar Jahre gebraucht, weil das Konzept war erstmal viel zu groß, also die ganze Vorstellung davon. Tja, und wie ging das dann eigentlich los? Irgendwann haben wir uns, ich habe dich kontaktiert. Ich glaube 2014. Ja. Über Facebook. Also du warst gewissermaßen für mich immer ein Schläfer in meiner Facebook-Liste. Oh, alter Schläfer. Naja, ich habe dich immer verfolgt, was du machst und so. Und dachte irgendwann, ich weiß auch nicht warum, weil ich fand interessant, was du postest und gepostet hast. Ich habe dich dann mal angeschrieben und dann hat das eine Dynamik gekriegt. Was daran lag, dass wir ja auf Facebook zumindest schon mal connected waren, ja. Weil ich 2007 in Jena im Café Wagner mal eine Lesereihe veranstaltet habe, Kraftausdrücke genau, hieß die. Genau. Und da hauptsächlich Autorinnen und Autoren aus eben diesem legendären, leider nicht mehr existenten Verlag Edition Paper One eingeladen habe. Ich glaube, 3 Freitage hintereinander. Und da warst du, glaube ich, beim ersten Mal mit dabei. Ich glaube, das war eine der wenigen Lesungen, wo ich sogar selber gelesen ja. habe. Also das wird ja, das ist ja, Sie wissen schon. Genau, und so kam dann irgendwie diese Wege zustande. Und 2010, 2011 war die Idee halt auch schon geboren, selber was aufzubauen. Und tja, 2016 haben wir uns dann, glaube ich, persönlich kennengelernt, oder 15. 15? Ja. 2015. 16 waren wir auf der das Messe. Es war ein warmer Frühlingstag im Café Dittmann in Pösneck. Ja, okay, weiß ich nicht mehr, aber
Und dann haben wir auf der Buchmesse Leipzig im März 16 einen Vertrag unterschrieben. Erstmal wir zwei so. Dann habe ich mit dem Danilo Schreiter ja einige Treffen gehabt, der den Teleskop-Verlag hat. Und er hat mich quasi an seine Seite genommen. Also wir haben halt gesprochen, was ich will. Und ich war dann quasi mit der Edition Outboard erstmal im Print von ihm. Und wir haben bis Anfang 20 zusammengearbeitet. Und er hat halt wirklich sein ganzes Know-how, also er hat schon sehr viel auch geleistet, ne, für das Wachstum. Wie bist du zu Danilo gekommen? Wo kam da der Kontakt her? Das kam über die Emma Wolf zustande. Die Emma Wolf, die hat einen an Asperger erkrankten Sohn. Ich weiß nicht, ob erkrankt das richtige Wort ist. Also ein Sohn mit Asperger. Der mit Asperger lebt. Genau. Ja. Und hat damals eine Anthologie herausgegeben und da habe ich halt einen Text beigesteuert. Und dadurch kam, weil das im Teleskop-Verlag erschien, halt der Kontakt zum Danilo zustande. Mhm. Genau, ja. Also das heißt, du hattest die Idee des Verlages schon und hast dann während der Suche nach Kooperationspartnern den Teleskop-Verlag respektive den Danilo gefunden. Genau, wir hatten viele Treffen gehabt und irgendwann haben wir halt einen Vertrag unterzeichnet, nachdem klar war, was ich will und wie das zustande kommen kann. Ja. Wieso eigentlich Outbird? Was steckt hinter diesem Namen? Also ich selber habe mich immer ein bisschen abseits der Masse gefühlt. Das hat sich auch nicht geändert. Ne? Und ich finde, dass der Begriff Outsider oftmals zu negativ belastet ist, weil die meisten Menschen, die ich kenne und die im Verlag veröffentlichen und in diesem Umfeld sich bewegen, sind Outsider, sind anders als der Mainstream, wollen auch nicht Mainstream sein. Ja, ein Bird, Vogel steht für Freiheit in meiner Denke. Mein Kraftvogel, wenn man, oder Krafttier, wenn man das so nennen darf oder kann, ist der Rabe, also Outbird, genau. Wo kommt es her, der Rabe? Es gab mal einen Moment, da war ich in Gera spazieren und es saß ein Rabe links auf dem Garten, auf dem Zaun und ist dann ganz knapp über meinem Kopf hinweggeflogen. Das war so ein ganz krasses Gefühl. Und als ich wiederkam von Norden, also ich war irgendwie völlig entwurzelt, bin in meine Wohnung in Gera eingezogen und da saß früh morgens zu den verschiedensten Zeiten, wenn ich Kaffee gemacht habe, saß auf der gegenüberstehenden Straßenlampe ein Rabe. Ja, er war dann da. Okay, na dann liegt es ja nahe, im wahrsten Sinne des Wortes. Sozusagen, genau. Ja, ja, dann kam 2016 der Vertrag mit dem Teleskop Verlag zustande und ich weiß auch, geplant waren ja 4 Veröffentlichungen pro Jahr. Ja. Eine pro Quartal quasi. Das hat sich relativ schnell als sich ganz anders oder hat sich relativ schnell als ganz anders erwiesen, es ist ganz anders seiner Entwicklung vorausgeeilt, will ich fast schon sagen. Es sind jetzt wie viele Veröffentlichungen pro Jahr? Also irgendwo hat sich das eingependelt zwischen 3-4 im Quartal. Das ist natürlich schon ein Pensum. Mir ist es ja auch wichtig, dass die textliche Qualität und auch die optische Qualität passt. Insofern ist dann eigentlich nichts anderes mehr möglich, als in Büchern und an Bücher zu denken. Also ja, es ist wesentlich mehr geworden als geplant. Das bedeutet ja auch für dich, abgesehen von Kooperationspartnerinnen und Partnern, über die wir nachher noch reden werden, dass du du machst das fast alleine. Wie gesagt, abgesehen von den Helferinnen und Helfern, über die wir nachher noch sprechen werden, ja. Leute, die für die Grafik zum Beispiel zuständig sind und den Satz, Leute, die illustratorisch arbeiten, die organisatorisch mitarbeiten, die vielleicht auch dich beim Lektorat unterstützen. Es ist ja trotzdem viel, das du machen musst. Du kriegst Anfragen gestellt, sicherlich, du findest selber Autorinnen und Autoren, auch darüber werden wir noch reden. Dann liest du die Manuskripte, was ja schon alleine ein großer Zeitaufwand ist. Es ist ja nicht so, dass dir jemand 5 Seiten schickt. Ne? Dann müssen Absprachen mit den Künstlerinnen und Künstlern getroffen werden. Dann geht das Ganze in die tatsächliche Umsetzung. Was bedeutet Verlagsarbeit in allererster Linie erstmal? Was machst du alles? Ja, das Erste ist erstmal das Sondieren. Also es sind doch in der Tat zahlreiche Ablehnungen dabei, weil Stoffe nicht passen. Die Stoffe, die passen, da will man sich einen tieferen Eindruck verschaffen. Dann ist es die beständige Zeitplanung, die beständige Koordination, wann geht was. Also das hat viel mit Gefühl zu tun für Zeit. Also ich glaube, das hat sich bei mir noch verstärkt, das Zeitgefühl. Wann kann ich was realisieren? Es gibt immer mal Ausrutscher, das ist aber in einer geringen, verschwindend geringen Minderheit, dass mein Buch länger liegen bleibt als geplant, aber dass man ein Gefühl kriegt für welches Quartal, was ist machbar, was ist realisierbar. Ein Gefühl für Menschen hat sich natürlich auch gewandelt und ist gewachsen. Was gehört noch dazu? Die optische Vorstellung umzusetzen, viel im Ping-Pong
Und das ist jetzt auch ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt schon eine Antwort vorwegnehme. One-Man-Show stimmt nur zum Teil, weil ich würde ohne die ganzen vielen Helferlein oder die an meiner Seite stehenden Leute ja nicht, das ginge ja gar nicht. Zuallererst dich zu nennen, du bist von Anfang an dabei mit deinem Technikverständnis, mit den Interviews, die du machst, Mitveranstalter, Autor. Der Benjamin Schmidt leistet großartige Arbeit, der hat ein Gefühl für die Stoffe, der hat ein grafisches Gefühl, macht Buchsatz. Die Vanessa Marie Starker als Literaturwissenschaftlerin aus Erfurt, die macht Recherche, die macht Grafik, macht Buchsatz, macht Erst- oder Zweitlektorat, je nachdem, wie es gerade passt. Und überhaupt nicht zu vergessen, der Peter Polgert, das ist mein Partner im Verlag, der ist Buchhändler, Literaturveranstalter aus Neustadt-Orla. Das ist auch ein Fels in der Brandung, also leistet auch große Unterstützung beim Versand. Also es waren jetzt auch mal größere Sachen zu verschicken an die Großhändler und das ist alleine nicht zu schaffen. Ne? Also. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, welche Frage ich zuerst stelle. Ich mache es mal so, dass ich es ein bisschen aus dem Konzept reiße. Du hast gesagt, dass du Stoffe auch ablehnst. Nach welchen Kriterien lehnst du die ab oder nimmst du Stoffe an? Naja, also es muss sprachlich schon passen. Es muss eine literarische Qualität haben. Und es kommen immer mal wieder Menschen auf mich zu, die meinen, vielleicht war es am Anfang so, dass Edition Outbird für experimentelle Stoffe steht. Das kann ich ja jetzt nicht komplett verneinen, aber es muss ja lesbar sein. Es muss ja, ich will ja trotzdem Belletristik, die gefällt und die Leute in den Sog reinnimmt und nicht irgendwie total sperriges, was weiß ich, wie nennt man das bei Kunst, Vergleich, Expressionismus. Weiß nicht. Weitesten Sinne vielleicht. Ja, ja. Das funktioniert halt nicht. Ja, das würde ich unterschreiben, dass es expressionistische Stoffe genauso sind. Manchmal haben wir so ein paar auch so ansatzdadaistische Stoffe dabei. Es gab solche Sachen. Ohne dabei aber irgendwie zu freakisch und zu, wie soll ich sagen, zu aus dem Konzept laufen. Also ohne zu verrückt zu sein. Ja. Oder unverständlich zu sein vielleicht auch. Ich will halt Lesbarkeit. Ne? Also es muss wirklich gut geschrieben sein. Der Mensch muss mit Worten umgehen können. Der muss auch mit Logik, mit einem gewissen Plotverständnis, also mit einem Spannungsbogen beheimatet sein. Oder. Wie sind denn die Reaktionen, wenn du ablehnst? Gibt es da Leute, die dann anfangen, irgendwelche Hassmails oder so zu schreiben? Nee, das gar nicht. Die meisten, die streuen sowieso ihre Mails an ein paar ausgesuchte Verlage und dann kommt dann auch nichts mehr. Ich wünsche immer das Beste. Ne? Und meistens war es das dann. Es gab mal einen, der hat eine gewisse Redundanz an den Tag gelegt, der hat jetzt jedes Jahr einmal sich beworben und das fiel mir dann auf. Klar, du kennst dann die Leute ja schon. Da habe ich dann auch nur noch mal geschrieben, es passt halt einfach nicht. Ja. Jetzt haben wir zweimal den Verlag, beziehungsweise den Verlagsnamen Edition Paper One schon erwähnt. Einem ja, legendären Verlag aus Leipzig, einem Underground-Verlag. Ich weiß nicht, ob ich ihm Unrecht tue, wenn ich das so sage. Ich glaube nicht. Der ja nun leider nicht mehr existiert und dann gingen so ein paar Jahre ins Land. Und die Nicht-Existenz dieses Verlages, so zumindest nach meinem Gefühl, hat schon eine gewisse Lücke in die literarische Landschaft Mitteldeutschlands gerissen, würde ich sagen. Jetzt gibt es plötzlich die Edition Outbird. Hast du am Anfang, oder ich muss es anders sagen, es gibt jetzt inzwischen die Edition Outbird, die so ein bisschen, und das sage nicht nur ich, das haben ja auch schon andere gesagt, das hatten wir beide ja auch schon mehrfach im Gespräch, eine Art Nachfolge der Edition Paper One angetreten hat, ob bewusst oder unbewusst, ob absichtlich oder unabsichtlich. Es sind viele, viele Autorinnen und Autoren, die bei Paper One gewesen sind, jetzt bei Outbird. Wie war das für dich? War das ein Ziel? Sollte das so werden? Nee, das war nicht geplant. Und es wäre auch anmaßend zu sagen, dass ich Oliver Baljarichs Erbe fortführe, auch wenn es von außen vielleicht so gesehen wird. Das kam schon in erster Linie durch unseren Kontakt zustande, weil du hast bei mir veröffentlicht und irgendwie kamen dann Nachfolgeveröffentlichungen. Die Frau Kopf aus Berlin hat ja auch ihr Standing, dann der Ralf Bruckmann aus der Schweiz und irgendwann haben Michael Leute... Michael Schwesinger. Aber diese Leute, Michael Schwesinger, Benjamin Schmitten, so, die haben über dich gemerkt, dass bei mir dann doch schon auf eine Kontinuität ausgelegt ist, dass das halt nicht nur eine Eintagsfliege ist. Und dadurch kam halt auch ich mag so eine denglischen Wörter nicht, aber Street Credibility, weißt du, so ein gewisses Standing auf. Und dadurch hat das dann auch wirklich an Dynamik gewonnen. Und ich habe die meisten Skripte, das kam im Flow. Also ich musste nicht groß werben. Ich habe schon geworben, also die Frau Kopf oder den Ralf Bruckmann, das war schon auch
da habe ich mich schon auch reingeklemmt und es gibt auch andere Sachen, aber in der Mehrheit kam das einfach, hat sich ergeben. Weißt du? Und von Paper One sind jetzt neben dir Schwissinger, Benjamin Schmidt, Jennifer Sonntag, Klaus Merkert, Roland Adelmann, also es ist schon mittlerweile ein Großteil der Family, naja, Großteil nicht, aber ein Teil der Family wieder da. Also. Über die werden wir gleich noch reden. Und ja. Das Wort Family muss ich mir versuchen zu merken, wenn ich mir gut, erstmal bitte. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dir persönlich zurückkommen. Also beziehungsweise der Person Tristan Rosenkranz als Verleger, als ja, Kopf der Edition Outbird. Das ist ja, und das hatten wir ja gerade ja schon mal festgestellt, trotz der immensen Hilfe, ohne die du wahrscheinlich das alles so nicht machen könntest, ein hoher Energieeinsatz für den Verlag. Gab es für dich mal Phasen, wo du irgendwann gesagt hast, Alter, ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß die ganze Scheiße hin, ich mach was anderes, ich werde Maurer oder so. Mir ist gerade noch was eingefallen, bevor ich antworte. Meine Eltern sind auch sehr dabei. Also mein Vater unterstützt mich auch sehr. Insofern, ja. Es gibt Phasen, es gab letztes Jahr Phasen, als diese ganze Lähmung da war, Corona-bedingt. Und auch 19, als ich mich einfach überladen hatte, überfrachtet hatte mit Aufgaben, dass man dann manchmal denkt, man könnte die ganze Scheiße hinrotzen. Das ist keine Scheiße. Und ich sage mir dann immer wieder, wenn ich so eine Krisen mal hatte, du machst es freiwillig, keiner zwingt dich. Du kannst es jederzeit lassen. Also mach's aus Freude oder lass es halt. Ne? Und ich mach's aus Freude und natürlich reibe ich mich auch mal in mir. Das ist wie mit der Liebe. Ohne Reibung entsteht keine Energie. Also mein Verlag wäre langweilig, wenn es immer alles nur easy Harmonie wäre. So. Also es wäre ja nicht nur als Arbeitsfeld langweilig, ich glaube, das würde ja auch im allgemeinen Leben eine gewisse Langeweile erzeugen. Ja. Also ich muss dann auch mal irgendwann hinschmeißen, Computer ausmachen, in den Wald gehen, runterkommen. Also das wann und wie arbeitest du? Das ist ein gutes Stichwort. Kriegen mittlerweile schon andere Leute mit, auch Autorinnen. Ich hatte jetzt ein Telefonat mit der Ulrike Serhoff, die sagt, stehst schon früh auf. Ich sage, ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Aktuell schwankt es stark. Ich werde mal 3:30 wach. Morgens 3:30. Ja. Nicht nachmittags 3:30, was man da denken könnte. Nee. Der Verleger und der Autor, die Autorin. Also sag mal, irgendwo zwischen bis mittags. 3:30 und 6 ist meine Aufstehzeit und meistens kann ich da nicht wieder einschlafen und will dann noch sofort meinen Kaffee, offene Balkontür, solange es nicht gerade friert oder so, Laptop an und schon mal so ein bisschen ganz langsam reinschwingen in den Tag. So Mails lesen und so. Wann gehst du denn ins Bett? Sag mal morgens 3:30. Naja, es ist schon manchmal 9. Sonst eigentlich auch mal 10 oder 11. Witzig ist vor allem mit dem Benjamin Schmidt, der löst mich manchmal mit guten Morgen Nachmittag 3:30 oder 2:30 ab. Also wenn er gerade so ein bisschen, er ist halt, glaube ich, ein Nachttiger. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann sagst du ja gerade, reden wir gerade über Feierabend, bei dieser vielen, vielen Arbeit, die du dann hast, jeden Tag eigentlich? Oder nimmst du dir auch das Wochenende, wo du sagst, ich mache 2 Tage nichts? Also grundsätzlich gehöre ich zu den Leuten, die immer mit der Peitsche an sich selber herrennen. Das heißt, ich gönne mir auch mal einen Tag in der Woche, wo ich dann einfach mal nur couche oder am Nachmittag gar nichts mehr beantworte. Wo ich dann aber denke, scheiße, das kannst du nicht bringen. Ey, du musst doch arbeiten. Die Gegenstimme sagt dann, wieso, hallo? Dafür lese ich am Sonntagvormittag in aller Ruhe und mit viel Herz irgendwelche Skripte. Also das ist ja dann für mich auch keine Arbeit mehr. Das ist dann schon auch Leidenschaft. Also die Grenze ist fließend. Und wann... Also du hast zum Beispiel gerade gesagt, in den Wald gehen, abschalten. Das ist ja so eine Form des Regenerierens in der Natur. Ja. Zum Beispiel gibt es andere Formen und wann regenerierst du dich? Gute Freunde sind also Gespräche, die bis sonst wann gehen, wo ich dann manchmal dann nicht früh 5 aus dem Bett komme, also wo man dann noch mal bis 2 sitzt und gute Freundschaften können viel, viel Regeneration haben, wenn man auch mal vielleicht ein Bier mehr trinkt. Sie wissen schon, also wenn man auch mal zusammen feiert und vielleicht auch mal wüsten Blödsinn labert, das macht auch Reine im Kopf. Aber dann stehst du nicht morgens 3:30 auf. Nein. Und dann erst 7. Und wenn ich nicht wieder einschlafen kann, dann mache ich nachmittag nochmal ein Schläfchen, eine Stunde oder so. Ja. Also das geht dann auch. Weil wir gerade davon reden, ey, guck mal, 5 Jahre Outbird, ich würde sagen, das hat ein Cheers verdient, oder? Ja. Ihr Lieben, Prost. Okay. Nun ist es so, dass ja gerade in den letzten etwas mehr als 1,5 Jahren für, ich sag's mal weit gefasst, unsere Branche wie einige andere Branchen auch, also die Gastronomie zum Beispiel, aber auch wir haben viel über Friseusen, Friseurinnen und Friseure gesprochen, 1000 andere Sachen, Veranstaltungsbranche im Allgemeinen, so ein bisschen eine Schattenzeit
gewesen ist. Würdest du das bestätigen? Ist die Zeit der Lockdowns, der Corona-Krise eine Krisenzeit für den Verlag gewesen? Es hat sich teilweise oder über ganze Strecken angefühlt wie so ein dicker Nebel. Also man konnte nichts planen. Sind teilweise Lesungen mehrfach verschoben worden und weggebrochen. Es ist immer eine Rücksprache mit den Partnern und du hast dann irgendwann nur noch die Hand gehoben und sagst, wofür mache ich das eigentlich? Ne? Und das ist dann schon schwer, die Motivation zu behalten. Und da habe ich mir von Anfang an gesagt, Augen zu und durch. Natürlich ist viel an Wahrnehmung weggebrochen. Ne? Die Autoren hatten keine Lesung mehr. Buchmessen waren keine mehr. Ja. Veranstaltungen auch über das Buch hinaus waren keine mehr. Und insofern, die Wahrnehmung ist geschrumpft. Ne? Und da gilt es jetzt viel auch nach vorne zu schauen, auch wenn es momentan immer noch nicht so ganz dynamisch wieder wird und immer noch alles ein bisschen sehr instabil, also die örtliche Lage. Nun ist es ja auch so, also ich behaupte, ich stelle jetzt mal eine Behauptung in den Raum und das ist wirklich nur eine spekulative Behauptung. Ich will das jetzt nicht als Manifest auf den Tisch legen und sagen, so ist es. Du veranstaltest oder du organisierst als Verleger ja auch Lesungen für deine Autorinnen, für deine Autoren, was viele Verlegerinnen und Verleger nicht machen. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung so. Mhm. Was bedeutet das, Lesungen zu absolvieren? Wie wichtig ist das für den Verlag oder also für den Autoren selbst? Zunächst einmal noch vielleicht ein kleiner Einschub von vorhin, der liegen geblieben ist. Es ist halt wichtig, dass die Autorinnen und Autoren, die sich mit mir auf den gemeinsamen Weg begeben müssen, das ist eine gemeinsame Sache. Das heißt, ein Buch wird nicht gedruckt und steht im Regal und verkauft sich. Die Philosophie des Verlags Edition Outboard ist schon, macht selber auch was klar. Seid vernetzt, geht raus, habt Kontakte, baut euch auf, macht Lesungen klar, klappert. Naja, also nicht wie so ein Klingler euer Buchläden ab, sondern versucht, euch selber bekannt zu machen. Also das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann aber sehr viel versuchen und das mache ich ja auch mit Partnern. Ob das hier in Kreiz die Pappe ist. Vielen Dank übrigens, das kommt nachher nochmal für den heutigen Talk. Oder ob es die Caroline ist von der Bibo. Caroline Beutler, genau, die Chefin. Ob es in Hof ist, der Michael Böhme. Guter Mann. In Gera die Bibliothek. Also da gibt es schon einige Partner, mit denen man beständig auch immer wieder guckt, was geht an Stoffen, was kann man an Lesungen machen. Und es macht halt Freude, ne? Also so ein Netzwerk zu haben und dann auch zu gucken, die Autoren unterzubringen. Und das gehört für mich einfach dazu, also im Rahmen des Machbaren. Ich kann keine Touren leisten. Ich kann schon mal hier so mit dir in Rücksprache oder mit den Partnern gucken, dass man mal drei Orte hier in Thüringen belegt oder so. Das geht schon. Aber vor Ort, was jetzt hier gerade im Ruhrpott los ist, die Pia macht sehr viel selber klar. Der Klaus macht viel selber klar. Klaus, der Ingo Münz. Das sind alles sehr aktive Leute. Die haben auch ein Standing. Die haben Partner, die im Grunde auch sehr schnell dann mit dabei sitzen und machen. Kann man ja übrigens sehen, also ich weiß nicht, bin jetzt gerade, haben wir schon ein Video hier auf dem Kanal von Pia und Ernest? Oder Ernest? Einen kurzen Teaser zu Geister. Auf jeden Fall haben wir Klaus Merkert und Mick Jung schon hier auf dem Kanal im Interview. Genau. Ja, wie hat sich denn die Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob du drüber reden willst und kannst, wenn nicht, sag einfach, Gruppe, shut the fuck up, die Corona-Zeit wirtschaftlich bei dir bemerkbar gemacht? Es ist natürlich weniger gewesen. Und es ist aber auch so, das muss ich dazu sagen, dass ich erst 20 bei den, Danilo und ich, wir haben uns ja im März oder im Frühjahr 20 sind wir dann getrennte Wege gegangen. Und ich habe mit der Edition Outboard, als sie nicht mehr im Print war, also das muss man sich wie ein Plugin vorstellen, von Teleskop Verlag, habe ich dann eigene ISBN halt bekommen oder erworben. Und da erst angefangen, mich beim Großhandel, Libri, Zeitfracht und Umbreit zu bewerben. Und dort bin ich gelistet. Und erst dadurch kam natürlich auch mehr an Bestellungen rein. Ne? Also das hat sich quasi mit der Corona, mit dem Rückgang irgendwo überschnitten und wieder eine Aufwärtskurve angenommen. Wir haben vorhin schon über Unterstützerinnen und Unterstützer gesprochen. Ohne die das wahrscheinlich, wie wir es auch schon gesagt haben, so wie die Arbeit, die Verlagsarbeit läuft, wahrscheinlich nicht laufen würde. Unter anderem sind da dabei Peter Peukert, mit dem Sie auch erst, es ist ja quasi noch gar nicht so lange. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Das ging ja erst mal los, dass er die Theodor-Liebe-Buchhandlung in Neustadt übernommen hatte. Er war schon immer irgendwo präsent.
bei allen möglichen Lesezeichenveranstaltungen, stand mal oben auf Rahnes mit am Stand bei uns. Tja, und irgendwann haben wir da mal irgendwie uns ins Gespräch vertieft, als er auch schon auf Kommission also Bücher von mir mit in die Liebe-Buchhandlung genommen hatte und lass uns doch gemeinsam einen Weg gehen. Und so kam das zustande. Also wir sind jetzt quasi seit Februar sind wir Partner. Das ist Februar 21. Ja, genau. Und das erstmal auf ein Jahr zur Probe, dass wir mal gucken, wie das auch sich prozentual gestaltet, finanziell und so. Ne? Und dann nimmt das halt eine Dynamik an. Er ist jetzt aktuell dabei, seinen neuen Buchladen aufzumachen, die neue Liebe. Aber wusste ich noch gar nicht. Ja, ja. Das auch in Neustadt? Ja, ja. Also die alte gibt es nicht mehr. Da gab es wohl seitens der Vermieter Schwierigkeiten. Und jetzt ist es so, dass er im September rein, bis Oktober will er dann komplett voll eröffnet haben. Okay. Ja. Weiterhin ist Vanessa Marie Starker ja auch ein wichtiger Teil des Verlags inzwischen als Literaturwissenschaftlerin, die sich um Grafik, Recherchen, Lektorat und Buchsatz kümmert. Sie lebt in Erfurt, glaube ich, ne? Sie lebt in Erfurt und sie hat mal ein Praktikum gemacht. Das kam, also der Kontakt oder die Wahrnehmung kam über René Porschen zustande, der ja auch in Edition Outboard veröffentlicht hat. Und ist eine angehende Literaturwissenschaftlerin und leistet eine ganz großartige Arbeit im Lektorat. Also je nachdem, wie es die Zeit zulässt, erst oder meistens Zweitlektorat. Das heißt, dass sie meine Fehler nochmal, die ich übersehen habe oder wo sie eine andere Wahrnehmung hat, dann auch nochmal korrigiert oder Anmerkungen gibt. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Recherchiert, macht mir auch Grafik zu arbeiten. Und also ja. Also eigentlich auch unverzichtbar. Unersetzbar. Genau, ja. Unersetzlich, unverzichtbar. Ja, ja. Unverschämt gut. Ja, kann man sagen. Drei uns. Benjamin Schmidt, der ja unter anderem, wir werden gleich auch auf dieses wunderschöne Stück Material zu sprechen kommen, die Compilation, der zum Beispiel das Cover hierfür gemacht hat, der Buchcover gemacht hat, der auch manchmal den Buchsatz, soweit ich informiert bin, macht. Man macht bei vielen Büchern den Buchsatz. Viele Bücher haben auch im Cover-Finish seine Handschrift oder komplett in der Covergestaltung. Roland Adelmann zum Beispiel hatte eine Idee und Benjamin Schmidt hatte Lösungen gehabt. Also es gab natürlich einen Ping-Pong, ne, bis man den Endpunkt hatte, aber ja, genau. Ja, und so ergänzt sich das quasi, das alles. Und so sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im weitesten Sinne und Autorinnen und Autoren. Also für mich fühlt es sich zumindest so an, ein bisschen wie so ein eigenständiger, kleiner, gemütlicher, sympathischer Kreis. Du hast vorhin das Wort familiär benutzt. Wie wichtig ist denn einerseits die Augenhöhe und andererseits eben dieses familiäre Miteinander für dich? Also Augenhöhe ist ganz wichtig, der Kollektivgedanke ist ganz wichtig. Mir wurde bisweilen gesagt, dass ich zu viel Mitspracherecht gewähre, wo ich sage, naja, ich will aber auch die Leute nicht überbügeln. Also es soll schon für beide Seiten, natürlich habe ich eine klare Vorstellung, was die optische Sprache, Buchsatz und auch ein gewisses Verständnis der Bücher betrifft. Und ich behalte mir, vielleicht klingt das jetzt hart, das letzte Wort vor, aber trotzdem wird bis dahin auch gesprochen. Also gesprochen? Naja, also wir hören zu einander. Gesprochen ist auch so ein Stichwort. Also ich kenne das von uns beiden, wenn wir gerade bei meinen letzten beiden Büchern und in den Weizenfelder und Geschichten vom Kaff der guten Hoffnung gesprochen haben. Dieses Ping-Pong, was du vorhin schon erwähnt hast, dass ich mir selber so im Nachhinein so gedacht habe, manchmal, Grube, bist du aber auch, weiß ich nicht, berufsblind, keine Ahnung, und dann weiß ich, dass du mir oftmals hinterherrennen musstest, weil ich so ein bisschen nachlässig bin mit Deadlines. Sage ich jetzt nichts dazu. Und Schwierigkeiten. Ich meine, du hast ja, also Künstlerinnen und Künstler sind ja auch oftmals, ich will nicht sagen immer, zuweilen schwierige Persönlichkeiten im besten und positiven Sinne des Wortes. Mhm. Aber wie oft denkst du dir, Alter, ich habe keinen Bock auf noch eine Therapiesitzung. Ich will jetzt hier auch keinen Stuhlkreis machen. Also zunächst einmal wird ja auch, und fürchte nicht ganz zu Unrecht behauptet, ich sei nicht ganz einfach. Das muss man dazu sagen. Das heißt, irgendwo ist... Ich will dir nichts dazu sagen. Ich glaube ans Resonanzprinzip. Das heißt, man begegnet Leuten, die ähnlich amplitudig sind, was weiß ich. Ne? Und es ist immer wieder in Filmen und in Büchern vom sehr besonderen Verhältnis Autor-Verleger zu hören oder zu lesen. Ja. Und es ist viel Reibung dabei, aber Reibung erzeugt Energie und es ist viele gute Reibung. Man lernt. Also ich kann sehr viel lernen, auch weil meine Fehler gespiegelt werden. Oder also du bist bei weitem nicht der Einzige, mit dem ich mich reibe. Das beruhigt mich ungemein. Ja, aber die Reibung ist, wie gesagt, meistens das
das darf jetzt nicht negativ verstanden werden. Man rappelt sich dann auch wieder oder man klärt die Sachen zum Besseren durch die Reibung. Also es spricht ja vielleicht auch so ein bisschen für den Verlag und das, was ja so ein bisschen so eine Zielsetzung ist, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, zu sagen, Outbird, Outsider. Menschen, die nicht ganz so in den Mainstream passen. Und dann hat man eben gerade in diesem Gebiet, glaube ich, vermute ich, so schwierige Persönlichkeiten. Ja. Wie gesagt, im positivsten Sinne des Wortes schwierig. Und wenn dann diese Reibungen da sind, dann weißt du doch eigentlich genau, hier bin ich richtig. Wir sind noch im Rahmen dessen, was wir tun wollen. So kann man es sagen. Aber ich habe schon oft auch, wenn es dann zu sehr, also wenn das Private und das Berufliche, also das Verleger- oder Autorenwesen und das Private verfließt, da hat man manchmal das Gefühl, man sitzt in der Therapie. Das ist einfach so. Oder man ist der Therapeut oder was weiß ich, keine Ahnung. Es verschwimmt. Aber es ist ja irgendwie auch witzig. Also auf eine Art, mit meistens Abstand dann betrachtet. Es wird Zeit, dass wir mal in Angriff nehmen, eine Zusammenkunft, ein Familientreffen zu organisieren. Vielleicht, das war ja schon mal geplant. Ja, da klopft ja was an den Busch. Also da ist ja was im... Da ist was im Busch. Wir werden gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe gerade überlegt, als ich mein nächstes Stichwort gelesen habe, das nächste Stichwort ist nämlich schon wieder 5 Jahre Outbird. Wir hätten am Anfang sagen müssen, wir machen ein Trinkspiel. Und immer wenn wir sagen, 5 Jahre Outbird, müssen wir trinken. Aber das ist jetzt zu spät. Wir machen ja jetzt hier. Wir wollen ja auch nicht. Ne? Wollen wir nicht. 5 Jahre gibt es jetzt den Verlag. Hättest du vor 5 Jahren gedacht, dass du irgendwann mal hier mit mir sitzen wirst und auf 5 Jahre Verlag zurückblickst? Eigentlich habe ich gar nicht gedacht, dass ich, also ja, natürlich nimmt man sich einen Weg vor und ich bin schon ein Mensch, der, wenn er was angeht, dann auch kontinuierlich dranbleibt, aber dass ich dann heute hier jetzt vielleicht auch schon ein gewisses Standing habe, du wolltest ja auch, glaube ich, noch ein paar Namen erwähnen, also dass man das... Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe es aber auch nicht in Frage gestellt. Also ich wundere mich manchmal über die Resonanz, weil ich generell mit, kenne ich aber viele, mit Lob jetzt oder mit positiver Resonanz habe ich immer so ein bisschen, echt jetzt? Ne, das ist halt veranlagt. Aber ja, nee, konnte ich mir nicht vorstellen. Also um deine Frage zu beantworten. Ich überfalle dich jetzt ein bisschen. Wenn ich sage, nenne mir 3 Highlights, würde dir spontan was einfallen aus den letzten 5 Jahren? Das ist immer so spontan, dass ich dann immer nicht... Ich habe das oft vor Augen, solche Sachen. Aber wenn es dann gefragt wird, fehlt es. Ja, die Corinna Gutmann, die... ehemalige Chefin der Greizer Bibliothek. Wir waren ja auch befreundet und die hat mir mal einfach einen verbalen Arschtritt gegeben auf der Buchmesse. Also, du gehst jetzt davor und du machst jetzt dort die Anmoderation. Und ich habe eine heidene Angst vor der Bühne. Also Bühne und ich, das sind... Na? Und ich konnte fließend reden, ich wurde verstanden, es gab Applaus, also muss es funktioniert haben, aber es waren im Moment wie ein ICE im Tunnel. So. Ja, ne? Das war ein Highlight, da habe ich hinterher gedacht, Alter, was war denn das jetzt? Ein Highlight ist, worauf du noch zu sprechen kommst, diese Compilation, da habe ich auch irgendwie einen Traum verwirklicht, der lange irgendwie in der Schublade lag. Tja, ich weiß nicht, das dritte... Eigentlich ist jedes Buch, jede Buchgeburt ist ein Highlight. Also das ist ein schöner Vergleich. Ja. Die Buchgeburt. Das also ist jedes Mal ein übelst schönes Gefühl, wenn ein Buch fertig ist und dann gibt es Glück. Also für die, die es geschrieben haben und für den Verleger. Ja. Nun ist es so, ganz am Anfang stand das Wort, hätte ich fast gesagt. Nein, waren so Autoren aus deinem, sagen wir mal, Bekanntenkreis, Umfeld. Das ist dann allmählich gewachsen und ich würde sagen, so vor 3 Jahren etwa, 2 Jahren, ist es, ich will fast schon das Wort explodiert benutzen, was nicht zuletzt auch, wie ich finde, an der Außenwahrnehmung des Verlages liegt, die entstanden ist in den letzten Jahren. Es sind Leute dazugekommen wie Svea Kerling aus Österreich, die dich anschreibt und fragt, kann ich nicht bei dir eventuell veröffentlichen? Ulrike Serovi oder eben auch Roland Spranger, der Adelmann. Wie würdest du sagen, ist die Außenwirkung der Edition Outbird aktuell und wie ist es entstanden, dass so viele Leute von
Ja, es sind ja schon namhafte Menschen. Adelmann, Spranger, mehrfacher Literaturpreisträger, Theaterautor. Dann kommt jemand aus Österreich, aus, ich glaube in der Nähe von Wien, ne, lebt Svea Kerling, und sagt, ich möchte gerne bei dir ein Buch machen. Wie ist das für dich? Also ich denke, dass das grafische, inhaltliche, das ganze Image des Verlags irgendwo, das ist die Feinarbeit über Jahre, die ich in den Händen halte und die halt auch viel mit den guten Partnern, die wir schon erwähnt haben, eben die Handschrift von Benjamin und so, dass das Verständnis voneinander da ist, dass das dadurch halt sich entwickelt und dann die Strahlkraft erhöht. Bei Roland Adelmann, Roland Spranger und Ingo Munz war es so, dass auf mich tatsächlich im Literaturbetrieb gestandene Namen auf mich zukamen. Und das hat mir dann schon, das innerhalb von einem halben Jahr ist das passiert, glaube ich. Das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben oder gezeigt, ja, jung, der Weg ist gut, weißt du? Also, das passt so. Ja, genau. Und bei Ulrike Serovi und Svea Kerling war es so, dass ich tatsächlich auch auf die beiden zugegangen bin. Also es war halt so, die Svea Kerling ist mir das... Ach, da bin ich fehlinformiert. Ja, du bist auf sie zugegangen. Ja, oh, also das war eine der Nächte, wo ich sehr früh wach wurde und dann am Handy rumspielte und guckte mal so bei Instagram und da fiel mir die Svea Kerling auf. Da habe ich mir Buchproben aus dem Netz gezogen und dann haben wir Kontakt aufgenommen. Ja. Und bei der Ulrike Serovi war es ähnlich. Die ist mir irgendwie auch in diesem Instagram- oder Facebook-Kontext über den Weg gelaufen. Und ich fand die ganz spannend, wie sie sich darstellt, wie sie, also Lesungen im Wald und auch in dieser Neofolk-Community, also progressiv, ne, versteht sich von selbst. Also. Und sie wurde auch mit ihrem Debüt, ich weiß jetzt den Namen nicht, wurde sie schon in der FAZ hochlobend besprochen. Ja. Und passt einfach auch in den Stall. Also ich sag mal, das ist auch so ein schwieriger Begriff, aber Stallgeruch ist bei den ganzen Leuten die da. Ne? Ja. Und ja, das ist schon geil. Das ist ein geiles Gefühl, irgendwie, man so wächst, gemeinsam wächst. Und da kommen wir doch jetzt mal drauf zu sprechen. Wir hatten gerade von einem Familientreffen gesprochen. Ein, ja zumindest kleines Familientreffen wird es am 2. Oktober in Leipzig geben. Genau. Nämlich der literarische Salon. Genau. Derer wir ja schon einige hatten. Mhm. Nun aber mit ganz, ganz vielen Autorinnen und Autoren aus dem Verlag Edition Outbird. Wer wird alles da sein und was wird präsentiert? Also es ist auch schon von langer Hand geplant und bis jetzt, also es hat eine ganze Weile gebraucht, bis das Datum feststand. Und zunächst einmal muss ich sagen, es gibt dafür eine Förderung des Deutschen Literaturfonds, was ich ganz großartig finde. Und Programm, also Line-up ist... Die Ulrike Serovi wird dabei sein, der Roland Spranger wird dabei sein, die Pia mit dem Ernest ein Stück aus Geister Live-Hörspiel vorspielen. Die Anna Burgner wird dabei sein, wird Songwriting in Set spielen. Der Benjamin Schmidt mit der Britta Pugumari, also Gruftschlampen, die werden das Abschlussset spielen. Wen habe ich jetzt vergessen? Irgendeiner war es noch. Der Roland Spranger wird auch lesen. Also es wird eine wunderbare Mischung aus Literatur und Musik geben. Genau. Und es ist halt im Grunde Lesung und Release-Party, beides, also mit der CD, das geht ineinander, ist das zugunsten, also die Gewinne oder die Einnahmen, die Eintrittsgelder gehen zugunsten der Stiftung Deutsche Krebshilfe. Genau. Ganz kurz, bevor wir darauf zu sprechen kommen, das Fenster zur Nacht, die Compilation, über die wir ja nun schon mehrfach gesprochen haben, etwas, was du schon sehr, sehr lange machen willst, nun umgesetzt hast, da haben wir vielleicht auch noch jemanden vergessen zu erwähnen, nämlich den Symion von Radio Darkfire. Unbedingt, also die Compilation kam zustande mit dem Simeon von Radio Darkfire und mit dem Benjamin. Das ist ein Dreiergespann, wir haben das realisiert. Keiner will davon irgendwas haben und es war von Anfang an klar, die Gewinne werden gespendet und es ist halt auch eine Verwirklichung von dem alten Traum, so einen Tonträger zu machen. Also Tonträger im Sinne von, es sind gelesene Parts, es sind vertonte literarische Parts, es ist ein Industrial-Stück dabei, es ist Songwriting von dabei. Von einer Formation aus Gera. Eine Industrial-Formation aus Gera. Ja, das ist ein Freund von mir, der Marcel, der hat früher, hatte der ein Industrial-Combo gespielt, also ziemlich derbes Zeug. Ja, also ist ein interessanter Spannungsbogen. Und ist limitiert auf 100 Stück. Auf 100 Stück limitiert, was wird sie denn kosten? 12,90 und das sind Leute dabei wie der Hauke von Grimm. Pia und Ernest mit dem Hörspielauszug von Geister. Übrigens Geister am 15.10. in der Pappe, Live-Hörspiel. Ne? Das weiß ich gar nicht. Ja. Am 15.10. in der alten Papierfabrik in Greiz, also hier in der Kulturgarage. Genau. Lieben. Dann haben wir zum Beispiel einen ganz wunderbaren Song von Benjamin Schmidt,
Das ist ein vertontes Stück aus Fick die Musen. Dann haben wir Kelpi mit Holger, von Holger Much mit Lucy van Oork ein Stück dabei. Wir haben ein Elektropop-Stück aus Gera, auch wiederum auch ein Freund von mir, der Morris, du kennst ihn. Und was mich sehr gefreut hat, die Lika Hehle hat vom Andreas Hehle mir ein Stück freigegeben, der ja auch an Krebs gestorben ist. Sergejewitsch meets Hehle, das ist ein ganz wunderbarer Song. Und da komme ich genau, oder kommen wir genau, schöne Überleitung, vielen Dank, kommen wir genau darauf zu sprechen, was ich ohnehin angesprochen bzw. gefragt hätte, Stiftung Deutsche Krebshilfe. Ich meine, es gibt so viele Stiftungen, es gibt so viele Sachen, an die man spenden könnte. Es gibt natürlich auch die Krise, Corona, das Geld könntest du auch gut im Verlag gebrauchen, könntest du auch gut anlegen. Warum spenden an die Stiftung Deutsche Krebshilfe? Ich habe die Corinna gehen sehen als Freundin und Autorin. Ich habe den Andreas Hehle gehen sehen und die sind beide, die haben sehr gelitten. Ich habe in meiner Familie 2 Krebsfälle in engster Familie gehabt oder die Nachwirkungen halten bis heute an. Im Freundeskreis war es auch schon Thema, also insofern, ich finde es wichtig, das Signal zu setzen. Auch wenn das jetzt nur in Anführungsstrichen 250 Euro ist, ist egal. Egal wie viel, aber es ist ein Signal. Es ist wichtig irgendwie. Ja, also das heißt, ihr Lieben, nicht nur der Erlös der CD, das Fenster zur Nacht, der Compilation ist oder geht an die Stiftung Deutsche Krebshilfe, sondern auch die Eintrittsgelder, die Spenden am 2. Oktober, genau, die wir zum literarischen Salon einnehmen werden. Im Noels Ballroom übrigens in Leipzig. Im Noels Ballroom in Leipzig, ganz genau, ja, das ist wichtig zu sagen, gehen an die Stiftung Deutsche Krebshilfe. Kann man denn diese Compilation das dann auch im Netz bestellen oder kriegt man die nur vor Ort? Ich würde mich freuen. Also man kann die natürlich vor Ort erwerben. Man kann seinen Eintritt spenden, indem man ein Ticket erwirbt. Man kann die dort kaufen. Man kann sie aber auch im Webshop kaufen, bis der Vorrat erschöpft ist. Wo kann ich denn Tickets kaufen für die Veranstaltung? Also Tickets gibt es ebenfalls im Webshop und diese Compilation shop.outbird.net oder eben in Leipzig direkt. Also man kann es auf jeden Fall sehen, wir blenden es auf jeden Fall ein, ihr könnt es in den Credits dann nochmal lesen, unter dem Video stehen alle wichtigen und relevanten Links, da braucht ihr nur noch drauf zu klicken und seid quasi da, nämlich einmal auf der Seite und andererseits, wenn ihr wollt und mögt, in Leipzig im Noels Ballroom zur Veranstaltung am 2. Oktober 2021. Aber es gibt noch ein anderes kleines Gimmick. Ja, genau, es gibt noch andere Sachen zu 5 Jahre Outbird. Ich würde jetzt schon wieder trinken wollen. Und zwar dieses fantastische Notizbuch. Genau, dieses Notizbuch, das ist ledergebunden und mit dem Logo, mit dem Rabenlogo, mit dem Krafttier von Outbird geprägt. Genau. Gibt's auch limitiert. Sind das leere Seiten? Ist es liniert? Ist es kariert? Du fragst mich Sachen um die Zeit. Es ist quasi so druckfrisch, dass du selbst noch nicht reingucken konntest. Also es ist ein Sketchbook. Man kann das halt ganz wunderbar freigestalten. Man okay. wird nicht in irgendeine Norm gezwängt, was ja auch Outbird sehr gut entspricht. Ja, sehr schön. Genau. Ja, genau. Das limitierte Notizbuch einerseits. Und ja, ist runtergefallen. Ja, du kannst es ja nochmal ins Bild stellen. Also du hast jetzt gerade schon den Webshop und die Webseite erwähnt. www.outbird. Also edition-outbird.de oder shop.outbird.net. Das sind so die 2 Kernseiten. Und es gibt es natürlich bei Instagram, bei Hirdis, bei YouTube. Genau. Hirdis.at übrigens. Genau. Ja, da kann man diverse Sachen hören, Auszüge aus Büchern, demnächst halt auch von der CD einen kleinen Auszug, also kann man schon mal reinhören, paar Proben, paar Songproben, genau, ja. Ja, wir kommen allmählich zum Ende, Tristan, aber wir wollen, finde ich, sollten ja nochmal über ein paar geplante Veröffentlichungen zumindest reden oder allgemein mal über die Zukunft des Verlages. Schauen wir mal, aber was wird denn in Zukunft, in unmittelbarer und mittelbarer Zukunft auf die Leserinnen und Leser zukommen an Veröffentlichungen? Also dieses Jahr sind es tatsächlich noch 6 Bücher und zwar ist Ingo Munz in der Fertigstellung, das ist ein Erzählband, ein ganz wunderbarer. An der Guillotine. An der Guillotine, genau. Es sind 9 Erzählungen, teilweise sehr lange, also lange Erzählungen. Man muss sich mit 9 Erzählungen jetzt nicht ein kleines Bändchen vorstellen, es wird ein schönes Hardcover. Ist ein Denker, ist ein ganz sensibler und manchmal auch leicht, hat auch eine leichte Lebensironie, hat Patina, also das ist schon sehr geil, wie er schreibt. Dann haben wir die Pia Lüdecke mit In Dreams, das ist ein Rausch, das Buch, das sind 430 Seiten, ich wollte nicht aufhören, also das ist der Hammer, das ist halt so grob Schauerromantik, Dark Fantasy, Fantastic, Dark Fantasy, das klingt immer so ein bisschen, das ist packend, das ist einfach packend. Die hat da einen Plot
abgespult, das ist der Hammer. Und Svea Kerling, sinistere Anekdoten, düster, also die Frau ist beseelt von Düsterkeit und das literarisch im besten Sinne. Dann haben wir den Benjamin Schmidt, Mein Mann von unter der Brücke. Dazu, lass mich ganz kurz sagen, gibt es eine kleine Überraschung im Buch. Ja. Du weißt es wahrscheinlich schon. Ich weiß es schon, ja. Wir werden noch nicht drüber sprechen, wir werden noch nichts verraten, aber es wird nicht nur das großartige Buch Mein Mann von unter der Brücke von Benjamin Schmidt sein, sondern ja. In diesem Buch gibt es ein kleines Gimmick. Das ist ja sein zweiter Roman, ne? Ich bin auch sehr gespannt. Ich das ist sein dritter Roman. Der dritte? Gegenüber von Glücklich. Ach so, gut, schon, ja, das kenne ich nicht. Und jetzt das, genau. Ich habe das Skript seit 2 Tagen, ich werde jetzt anfangen reinzutauchen. Dirk Boris Rödel kam heute das Skript, das 7. und letzte Pentakel des Jupiter, das ist so ein magischer Erzählband. Das heißt, der Dirk Boris Rödel ist ja... Klingt so ein bisschen nach Steampunk irgendwie. Nee, nee, gar nicht, aber der ist ja selber Hexer, also er praktizierender Hexer, also heißt, er befasst sich natürlich auch mit Mythologie und mit Schamanentum und verkauft zum Beispiel auch Talismane und Runen und so, stellt das selber her. Aus Mooreiche und solchen Materialien, und er hat da eine Sammlung aus Texten, aus Geschichte, Mittelalter und Magie zusammengestellt. Die wird wahrscheinlich wieder ebenso faszinierend sein wie das erste Buch von ihm und auch wieder von Holger Much. Also die Covergestaltung meint Pia, bei Svea Kerling, also Pia Lüdige, und bei ihm sind von Holger Much. Und bei meinem Buch natürlich auch. Ja, gut, aber das ist ja schon erschienen. Das ist ja schon längst erschienen. Dann haben wir noch den Roland Adelmann, Die Zukunft stirbt zuerst. Das ist auch ein. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist auch ein bisschen der Hammer, weil man kriegt einen sehr tiefen Einblick in die Punk-Szene der 80er in einer Kleinstadt nahe der niederländischen Grenze. Also eine Kultfigur der Literaturszene, der Underground-Szene, der Social-Beat-Szene. Ja. Und in dem Buch geht es halt in einer ziemlichen sprachlichen Rasanz um das Abfacken der Punks, also um den politische Weltbild, um das Ablehnen des Elternhauses und dieses ganzen Miefs, ums Klauen, ums Drücken, ums Drogennehmen und naja. Also es gibt da schon ein paar Figuren und es ist ganz spannend. Ist es ein Roman spannend. Oder sind das Gedichte? Was ist es? Ich würde es anekdotischen Roman nennen. Es okay. sind immer wieder verschiedene, also eigentlich ist es ein Plot, aber es wechseln mal die Perspektiven und die Figuren. Das heißt, es ist wie eine Kamera, die immer mal hin und her blendet. Umso mehr freue ich mich. Ja, ja, ja. Und ich freue mich auch sehr auf zwei Stoffe, die im Frühjahr, ganz früh erscheinen, ist Ulrike Serobi, Wölfe vor der Stadt. Hat mich auch sehr gepackt. Also die Frau ist auch beseelt vom Erzählen, vom guten Erzählen. Das ist ein Stoff, wo immer was schwelt und am Ende kommt dann irgendwie das alles, tritt das zutage und das ist der Hammer. Das geht, also ich habe gelitten. Also wenn ich leide, ist es richtig gut. Und Arne Ulbricht, Aulas Kimo. Das ist auch ein Buch, was eigentlich einen klassischen Stoff aufgreift. Kinder steigen in, ja, halt vielleicht nicht das Set, aber steigen in die S-Bahn, sollen am nächsten Punkt aussteigen, sind verloren, sind erstmal weg. Und darüber, über die Panik, über die Suche und über das einbrechende Unwetter entzweien sich die beiden, also die Eheleute, die Ehe steht plötzlich am Abgrund und es ist halt auch sehr geil geschrieben, er schreibt sehr leicht, das ist kein Stoff, wo du denkst, oh Gott, Grusel, du willst es einfach lesen, aber du stellst halt fest, ja, so kann es laufen. Ne? Mhm. Und ein ganz besonderer Stoff noch, last but not least, das ist die Katharina Heinrichs. Dr. Katharina Heinrichs. Genau, ja. Dr. Katharina Heinrichs, gemeinsam mit dem Professor Dr. Jörg Vögele. Im September 2022, Sein oder Nichtsein, Suizid in Wissenschaft und Kunst. Also da geht es halt wirklich, es ist eine Anthologie, die sich mit dem Thema Suizid auseinandersetzt. Und zwar aus schwarzer Szene-Perspektive, ebenso wie aus kulturhistorischer, also verschiedene Perspektiven einnehmen. Auch ein Buch, wo ich sage, kann nicht schon September 2022 sein. Ich bin sehr gespannt. Es sind auch einige Namen dabei aus der Szene, also die Bianca Stücker, die Lucy van Ork, meines Wissens sogar der Marc Benecke, der Christian van Aster, also sind auch Benjamin Schmidt, sind ein paar interessante Namen dabei. Wieso bin ich nicht dabei? Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Ja, Tristan. Also mir bleibt noch ein ganz großes Dankeschön an die Pappe. Unbedingt. Papierfabrik Greiz e.V., oder? Alte Papierfabrik. Genau. Greiz. Findet ihr auf jeden Fall auf Facebook, findet ihr bei Instagram, findet ihr, wenn ihr das googelt. Definitiv tausend Dank an die Pappe, an den Archie Murdoch, an Peter, ich will deinen Namen nennen, ist scheiße. An alle, die hier mit der Pappe irgendwie zu tun haben. Ja, und vielen Dank an dich auch. Dass wir immer wieder hier her dürfen, diese wunderbare Bühne benutzen dürfen.
dass wir hier sein können, produzieren können, dass wir immer unterstützt werden, ohne da großartig was hinlegen zu müssen. Ich danke dir, Tristan, auf jeden Fall fürs Gespräch. Mhm. Vielen Dank. Wir werden uns alsbald und in Kürze wiedersehen. Auch das steht fest. Beachtet bitte auch all die anderen Videos hier auf dem Kanal der Edition Outbird. Es sind viele, viele Interviews, viele, viele Sachen, die hochinteressant sind. Das war's, ihr Lieben. Das letzte Video, bald. Das erste Video, das nächste Video und so weiter. Wir werden uns alsbald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Anderer Ort und noch ein paar wichtige Worte, die uns im Interview durchgerauscht sind und die mir wichtig sind für den Verlag noch zu erwähnen. Und zwar eine Danksagung auch an ein paar Partner, die da der Erwähnung unbedingt wert sind. Das ist einerseits der Lesezeichen e.V. aus Jena mit dem Ralf Schönfelder und der Romina Nikolic. Das sind sehr gute Partner immer wieder, generell für die Literatur. Das ist die Kulturbaustelle Suhl mit dem Boris Dittrich. Es ist der Salon Annaberg Buchholz mit dem Sven Müller, bei dem wir uns bedanken. Es gibt dann die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, die uns immer wieder auch bei Veranstaltungen unterstützt mit dem Wieland Koch. Es gibt den Literaturrat Thüringen mit dem Jens Kirsten. Und es gibt die Tuchfabrik Gebrüder Pfau mit der Frau Prade. Das ist auch eine ganz wunderbare Veranstaltungslocation, die wir immer in Partnerschaft, wo wir immer wieder in Partnerschaft gute Sachen durchführen. Und diesen genannten möchte ich für den Verlag nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Vielen Dank.